Das letzte Event wurde angekündigt in Arena Breakout Infinite, dem Extraction-Loot-Shooter von Morphin Studios, Schrägstrich Tencent Games. Ja, es ist soweit, wir sind in der letzten Phase, das letzte Spiel-Event, das letzte Drop-Event, der letzte Sicherheitscontainer und. Wir gucken uns einmal an, welcher Situation wir gerade sind, was noch alles kommt und wie es weitergeht mit Arena Breakout Infinite. Und vor allen Dingen, welches Geschenk sie zum Ende der Beta für uns vorbereitet haben, denn das finde ich persönlich wirklich krass. Aber fangen wir erstmal vorne an und zwar startet zuerst einmal das allerletzte Drop-Event. 50.000 weitere Keys werden rausgehauen. Falls irgendjemand wirklich noch keinen Key haben sollte, jetzt ist die letzte Chance, nochmal einen der 50.000 Keys zu bekommen. Es ist so, dass dieses letzte Drop-Event jetzt sozusagen die 500.000 erfüllt. Also wir haben bereits eigentlich über 500.000 Keys geschenkt bekommen und das sind jetzt halt nochmal 50.000 on top. Das ist schon Wahnsinn und der Andrang ist immer noch groß. Es gibt immer noch viele Leute anscheinend, die das Spiel noch nicht testen können. Das Ganze geht los am Donnerstag um 2 Uhr morgens. Blöde Zeit wieder mal. Wer einen Key haben möchte, sollte auch pünktlich um 2 Uhr da sein. Hat dann wahrscheinlich auch nur diese eine Stunde Zeit, die Keys abzuholen, weil wahrscheinlich die Keys auch hier wieder relativ schnell vergriffen sein werden. Gleichzeitig haben sie gesagt, dass der Secure-Container jetzt wieder verfügbar sein wird, also für alle die, wo der Container abgelaufen sein sollte. Es ist so, dass ihr heute eine E-Mail bekommen habt, also heute am Mittwoch, den 19.06. Also schaut in euer E-Mail-Postfach in-game nach und da müsste ein neuer Secure-Container sein, der ebenfalls 2 Wochen gültig ist. Und sie haben gesagt, dass die Autobans deaktiviert wurden. Also es ist so, wenn ein Spieler mehrfach reported wurde, konnte es passieren, dass das Autobahn eingegriffen hatte und der Spieler dann sicherheitshalber gebannt wurde für eine gewisse Zeit. Das ist jetzt abgeändert worden und zwar in eine manuelle Kontrolle. Sie haben anscheinend jetzt genug Personal, um das manuell zu überprüfen. Das heißt, niemand wird mehr automatisch gebannt, sondern es ist immer ein Mensch dahinter, der sich diese Reports anschaut und dann entscheidet, ob der Spieler gebannt wird. Sehr, sehr interessant und sicherlich auch sehr aufwendig, auch wenn es nur die Beta ist. Ja, und dann startet schon das Event am Wochenende und zwar offiziell geht es erstmal am Samstag um 2 Uhr morgens los. Vorher am Freitag werden aber bereits 500.000 Köln an die Spieler ausgezahlt und zwar an jeden. Ob man sich jetzt zu diesem Event angemeldet oder nicht, spielt keine Rolle. Jeder Spieler bekommt erstmal 500.000 Köln. Damit kann man das Turnier dann mitspielen oder auch nicht, einfach seine Runden drehen. Also es ist einfach nur ein kleines Geschenk für jedermann. Für die Leute, die beim Event mitmachen möchten, gilt Folgendes. Die Streamer müssen sich anmelden. Ich verlinke gerne nochmal die Formulare unten in der Beschreibung, wer das noch nicht getan hat und da mitmachen möchte. Also als Streamer unbedingt anmelden. Als Nicht-Streamer einfach mitmachen. Jede Runde wird gezählt, beobachtet und es werden bei jedem Spieler die 5 besten Runden am Wochenende zusammengezählt und da geschaut, wie viel Gesamtloot man über das Wochenende rausgebracht hat. Das ganze Event geht 48 Stunden, also startet Samstag 2 Uhr morgens unserer deutschen Zeit nach und endet am Montag um 2 Uhr morgens. Es ist egal, auf welche Map ihr geht, es ist egal, welchen Modi ihr spielt und es ist diesmal sogar egal, ob ihr Solo reingeht oder im Team. Ihr könnt im Duo reingehen, im Trio, im Quattro, es spielt keine Rolle. Am Ende des Tages wird jeder Spieler einzeln gewertet, wie viel er jeweils rausnimmt und dabei gilt es, unter die Top 5 weltweit zu kommen. Also wir suchen praktisch die besten 5 Spieler weltweit der geschlossenen Beta von Arena Breakout Infinite. So ist es markiert. Dabei ist es halt interessant, dass eben nicht nur die Streamer diese Top 5 erreichen können, sondern eben auch Nicht-Streamer, was besonders spannend ist, finde ich. Während jetzt also jeder die Top 5 erreichen kann, gibt es für die Streamer noch ein spezielles Geschenk. Und zwar ist es so, generell zählen die besten 5 Runden am Wochenende, der Loot wird zusammengerechnet und der Gesamtwert ermittelt. Sollte ein Streamer einen Wert von 1.000.000 erreichen oder überschreiten, dann gibt es bereits, sollte der Streamer angemeldet sein, eine extra Belohnung. Und hier ist es absolut krass, wir kriegen nämlich ein Collectible. Allein schon diese Box hier, die wir sehen, es handelt sich ja also um eine Hutbox. Die wird also postalisch zugeschickt. Bin mal sehr gespannt, wie viele Boxen dann rausgehen werden. Also allein schon wegen dieser Box, finde ich, lohnt sich das Ganze schon. Die sieht wunderschön aus. Ich würde sie gerne in meinen Händen halten und zu mir nach Hause geschickt bekommen. Aber es ist natürlich noch was drin. Und zwar, wenn wir reinschauen, sehen wir das seltenste Item im Spiel. Also hier die CD, die geheimen Dokumente. Ziemlich geil, man sieht hier, dass man diese Diskette anscheinend auch rausnehmen kann. Vielleicht ist sogar etwas darauf bespielt, vielleicht kann man irgendwas abspielen, also unglaublich spannend. Die Diskette, dass die mit drin ist, also sehr, sehr cool, das teuerste Item im Spiel.
Und dazu noch diese Goldmünze. Wer die Goldmünze kennt, sie ist vom Boss auf Valley in der Villa. Mit der kann man auch den Hubschrauber benutzen und den Exfiltrationspunkt. Also gönnt euch unbedingt einmal den Hubschrauberflug, bevor die Beta endet. Das ist auch sehr, sehr geil. Also die Goldmünze hier mit drin, was auch super geil ist. Und noch ein Dogtag. Wir sehen hier den Aufdruck einmal, Winner Take, oben eine Buchstaben- und Zahlenkombination, unten nur eine Zahlenkombination. Da bin ich mal gespannt, ob da der Name des Streamers aufgedruckt wird. Also wenn ich mir vorstelle, dass hier Zickzerik steht, das fände ich schon sick. Einfach nur sick, das wäre schon richtig, richtig krass. Ich meine, das sind Geschenke, wo man denkt, okay, das ist so COD-Niveau fast schon, wo vielleicht aber nur 5 Leute weltweit sowas überhaupt kriegen und sie hauen das hier an jeden Streamer raus, der 1 Million macht. Das ist schon crazy und das ist auch noch nicht alles. Und zwar haben wir hier noch dieses weiße Tuch. Ich habe erst überlegt, was das sein könnte. Ist das vielleicht eine Art Gürtel wegen dem Symbol oben? Dann habe ich gedacht, ist das eine Krawatte? Aber die Form natürlich sieht ganz anders aus. Ist das vielleicht eine Art Shirt oder Hemd oder ein Sweatshirt? Irgendwas in dieser Richtung. Also wenn jemand von euch erkennt, was das sein könnte, sagt es mir gerne, schreibt es in die Kommentare rein. Also ich weiß momentan wirklich nicht, was das sein könnte. Aber das Item daneben ist schon deutlicher. Ein schöner Cappy. Das sind 2 Items, die auch nochmal in dieser Box drin sind. Sein werden. Und on top gibt es dann noch hier so ein kleines Anschreiben als Dankeschön für die Mitarbeit sozusagen während der Beta. Also großartige Idee einfach. Aber auch unglaublich aufwendig. Also welcher Aufwand da drin steckt, diese Boxen jetzt zu machen und zu verschicken. Wahnsinn. Dann haben sie uns das Ende der Beta genannt. Und zwar ist das der 28. Juni um 5 Uhr morgens endet das Matchmaking, da kann man keine neue Runde betreten. Und um 6 Uhr morgens am 28. Juni werden die Server endgültig runtergefahren und der Playtest endet, der Beta-Test wird komplett runtergefahren. Und ja, das war's dann erstmal. Sie sagen, wir sehen uns in ein paar Monaten wieder. Das heißt, es wird erstmal für eine Zeit lang down sein, bis dann die Server wieder hochgefahren werden. Die Frage ist, wie werden sie hochgefahren? Und hier gibt es starke Gerüchte, dass es erstmal möglicherweise eine Open Beta geben könnte. Sie sagen, wir sehen uns wieder mit neuen Waffen, neuen Maps und so weiter. Also noch nicht mit dem Release. Das schreit so ein bisschen danach, dass das stimmen könnte mit der Open Beta in ein paar Monaten. Und nach der Open Beta möglicherweise wieder einen Shutdown, wieder eine kurze Pause und dann möglicherweise der Release. Wir rechnen vielleicht so mit Ende des Jahres, so als groben Zeitraum. Ist das sicher nicht unrealistisch? Und ich sage euch ganz ehrlich, ich warte lieber ein paar Monate, dass sie was Ordentliches auf die Beine stellen. Sie haben wirklich sehr, sehr viel Feedback von uns bekommen. Und ja, ich bin gespannt, wie sie das alles umsetzen und wie es weitergeht. Ich meine, es ist ein super Projekt. Es kann sehr viel draus werden. Und ich hoffe einfach, dass es auch gut wird. Wenn ihr am Wochenende dabei sein wollt, wir werden auf jeden Fall versuchen, an diese Box ranzukommen. Ich will die unbedingt in meinen Händen halten. Kommt gerne auf YouTube oder Twitch dann live vorbei. Wir sind das ganze Wochenende live. Ansonsten, wenn ich so lange warten möchte, bis das Ganze released wird, was ja noch gut dauern könnte, ich habe euch hier nochmal ein Video raus zu Delta Force. Delta Force ist das große Ding sozusagen nach Arena Break. Gott, nach der Beta, was jetzt kommen wird, ebenfalls ein Extraction Loot Shooter, ebenfalls von Tencent Games, aber wirklich auch groß aufgezogen und könnte auch großartig werden. Wir werden sehen, wie es dann startet. Es geht im Juli los, sichert euch rechtzeitig einen Key, meldet euch auf der Homepage an, verpasst das bloß nicht. Ja, bis dahin, ich sage an dieser Stelle erstmal hasta luego, bis zum nächsten Mal und hasta la vista. Ciao, 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 ciao.